Servus, grüß euch meine Freunde hier im nächsten Unboxing Video und zwar für unser Pokémon Sammelkartenspiel. Und zwar, wir haben eine Weg des Champs Claw City Arena Pin Collection Box mit unserer Duraludon heute zum Aufmachen dabei. Und ich würde sagen, starten wir direkt rein! An dieser Stelle zeige ich euch nochmal die drei Boxen. Und zwar, wir haben nicht nur die Spike Forward oder die Fairbelly Arena oder auch die Glossy Arena. Wir machen nämlich alle drei insgesamt auf, so wie auch bei den anderen Boxen. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, ja, lasst euch überraschen, was drin ist. Und hier ist unsere Box. Nochmal von vorn. Duraludon. Und auf der Rückseite natürlich noch unser Roy mit seinem geilen Rotom in der Hand. Jawohl, aber ich würde sagen, wir lassen uns hier nicht weiter aufhalten und machen es direkt auf. Einfach oben aufruppen. An der Stelle so rot, feuerorange wie seine Haare. Die ganze Box. Dann haben wir hier unsere geile Duraludon Foil Promo. Oh, da hat sehr offene Augen. Und zwar mit Powerstrahl 110 und Metallschleifer. Wie immer von unten nach oben. Und sein an aufpoliertes Metall erinnernder Körper ist nicht nur leicht, sondern auch robust. Er hat jedoch den Nachteil, schnell zu rosten. Ja, ordentlich gebürstet danach. Ja, und an der Stelle unseren geilen Orden mal kurz angeguckt. Auch richtig cool. Jawohl. Mal hier oben wieder hinlegen. Und dann haben wir hier einmal ein Barrikadax Booster. V-Max. Kann man. Und wir haben ein Pokusan Booster. Jawohl. Ja, würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Booster. Mal hier unser Pokusan. An der Stelle, ich hoffe, ihr habt auch unsere bis jetzt anderen Weg des Champs Booster Unboxing Boxen Vision Pin Collections gesehen. Und ja, sonst würde ich sagen Feuerenergie. Haha, Pflanze. Wir haben einen Victini. Wir haben einen Mashok. Einen Kabu. Ein Thermopod. Ein Feliloo. Ein Zurokex. Einen Pokeball. Ein Galagiraldax. Ein Reverse Cleopatra und ein Mahomai in Holo. Jawohl, sehr geil. Können wir gleich drauflegen auf den seltenen Stapel. Dann haben wir das Kamalm Booster. Eine V-Karte wäre auf jeden Fall nice. So, dann haben wir hier unseren Pokémon Code. Drei, vier Karten davon. Dann sage ich einfach mal Metall. Jawohl, noch eine Pflanzenenergie. Dann haben wir ein Cleopatra, ein Tohaido, einen Hypertrank, ein Macholo, ein Kleptifuchs, ein Unratütrox. Ich sag's wieder mit dem geilen Artwork und ein Primova. Ein Wuffilz, einen Kabu in Reverse und wir haben ein Altaria in Foil, jawohl, auch cool. Ein Barrikadax. So, dann haben wir einen Pokémon-Code
vier Karten davon. Und ich sage Elektro. Alles klar, wir haben Psychoenergie. Dann haben wir einen Übertrank. Ein Smart Rotom. Ein Absol. Ein Hornliu. Ein Kokuna. Ein Garnivana. Einen Trank. Ein Vulpix. Einen Hyperdrang in Reverse. Und wir haben ein Gardevoir V Max. Jungens und Mädels. Alter. Geil. Wenigstens eine Foil. Aber die ist ordentlich cool. Jawohl, ansonsten haben wir hier nichts Besonderes mehr. Und die restlichen Karten, die wir gezogen haben, nochmal für euch. Ein Cleopatra, ein Machomai Altaria Kabu und ein Hyperheiler, Hypertrank, Entschuldigung, und das Duro Ludo natürlich. Aber schaut euch den geilen Holo-Effekt an. Oh, ich bin so stolz jetzt. Vor allem, wenn wir in der Box davor das Gardevoir gezogen haben und jetzt das Gardevoir V-Max dazu. Ist es so cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein kleines Unboxing-Video. Ansonsten lasst mir noch einen Daumen nach oben da oder ich würde mich mega drüber freuen. Schreibt was in den Kommentar. Deckbox. Oder macht doch was ihr wollt, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.